Hallo. Wie einige, die mich abonniert haben oder meinen Kanal hier auf YouTube verfolgen, schon mitbekommen haben, hatte ich ja vor einiger Zeit mal eine Reihe der Samuel Gavith-Tabake gestartet. Und nach langer Pause wollte ich dann heute mal die Reihe fortsetzen mit einem Tabak, der mir in letzter Zeit sehr ans Herz gewachsen ist. Ja, um es kurz zu machen, es geht um den Samuel Gavith Black XX. Ja, ein Tabak, an dem sich zugegebenermaßen wirklich die Geister scheiden. Was zum einen unter anderem seiner Stärke geschuldet ist, also die Leute, die eher in die Richtung leichtere Tabake tendieren, Aromaten rauchen, die meistens ja auch nicht allzu stark vom Nikotin her sind, werden mit diesem Tabak definitiv nichts anfangen können. Und die anderen, oder andersrum, die reinen Virginia-Raucher auch nicht, obwohl es ein Straight Virginia-Tabak ist. Aber dieser Tabak hat halt noch eine kleine Besonderheit, auf die ich gleich noch kommen möchte. Vorweg, die Darreichungsform dieses Tabaks ist ein Rope Twist oder wie man es nennen mag. Es ist eigentlich ja, landläufig im Deutschen ein Strang. Ja, er ist sehr dunkel, was man ja hier auch sieht. Also er ist wirklich fast schwarz. Oder sehr dunkelbraun bis schwarz, erinnert vom Aussehen teilweise so ein bisschen an wirklich kräftige Zartbitterschokolade. Er ist zum Strang gerollt, gewickelt und ja, sehr fest, also er ist wirklich sehr, sehr fest gewickelt oder gerollt, lässt sich so gut wie gar nicht zusammendrücken. Warum ist dieser Tabak eine Besonderheit und warum ist dieser Tabak einer, der entweder geliebt wird oder gehasst wird und soweit wie ich weiß eigentlich gar nichts dazwischen? Das hat einfach damit was zu tun. Es ist wie gesagt ein Straight Virginia, der zu einem Strang gerollt wird oder gewickelt wird und dann. Also es sind Dark Fired Tabake, Dark Fired Virginias. Und dann wird er 12 Stunden lang in Pflanzenöl getränkt. Also wirklich bis er sich vollgesaugt hat. Und dann 24 Stunden lang im Anschluss daran im Ofen gebacken. Ja, dieses in Pflanzenöl getränkte und im Ofen gebackene merkt man diesen Tabak durchaus an. Also er riecht. Er hat dieses, ja, weiß nicht, erinnern tut es mich immer so ein bisschen wirklich an Pflanzenöle, die man so, Frittierfett, so kann man es fast nennen, ja, wirklich wie eine Fritteuse, kaltes Frittierfett, was sich zum Glück aber im Geschmack nicht wiederfindet. Also der Tabak ist kräftig, ja, das kann ich auch unterschreiben. Auch wenn ich kräftige Tabak liebe, also ich würde ihn definitiv nicht morgens rauchen. Vom Geschmack her hat er, ja, also wenn ich ihn frisch aus der Dose rauche, dann habe ich ein Problem mit ihm. Er ist doch wie die meisten von Samuel Gavith, also Tabak von Samuel Gavith, sehr, sehr feucht. Also ich habe mir angewöhnt, diesen Tabak aus der Dose rauszunehmen, in eins dieser Schnappdeckelgläser, oh Gott, zu packen. Und Entschuldigung, dort hat er ja ein bisschen Luftvolumen und kann auch noch ein bisschen atmen und trocknet auch noch ein bisschen ein wenig ab, was diesem Tabak sehr gut tut. Wenn ich ihn dann schneide, so wie Strang üblich, kleine Scheibchen abschneiden, ein bisschen aufbröseln, stapeln, wie auch immer man den in der Pfeife haben möchte, und rauche, startet er mit einem leicht metallischen Geschmack, was denke ich mal diesem Pflanzenöl geschuldet ist. Und einer Virginia-Süße, was man kaum glauben mag, aber er ist wirklich doch die ersten 5, 6 bis 10 Züge recht süß. Und dann übernimmt doch dieser Dark Fired Virginia die Regie. Gut, der Virginia liefert ja auch die Süße, also das ist Quatsch, was ich gerade gesagt habe, aber dann übernehmen die kräftigen Aromen die Regie. So möchte ich es mal bezeichnen. Also er wird doch deutlich dunkler und auch deutlich aromatischer am Geschmack. Also das ist wirklich dieses Metallische, geht dann im Laufe der Zeit auch ein bisschen in den Hintergrund.
Und wirklich, also man schmeckt das, den Nikotingehalt, den schmeckt man schon. Es gibt Leute, die diesen Tabak gerne mit einer Zigarre oder des Öfteren auch mit einer Zigarre vergleichen. Dem kann ich noch nicht mal wirklich widersprechen. Also es ist wirklich so, dass dieser, also wer so kräftige oder vom Geschmack her kräftige Brasil-Zigarren kennt, der kann in etwa sich vorstellen, wie dieser Tabak dann irgendwann anfängt zu schmecken in der Pfeife. Ja, großartig. Also die Entwicklung, er wird zum Ende hin immer kräftiger. Zum Glück behält er diesen ja, tabakechten, aromatischen Geschmack bei bis zum Schluss. Also er wird nicht bitter oder irgendwie sowas. Diese Süße tritt, wie gesagt, in den Hintergrund, bleibt aber unterschwellig immer latent vorhanden. Also es ist, sie verschwindet nie ganz. Ganz zum Ende hin wird dieser Tabak dann, ja, doch auch im Geschmack her sehr intensiv. Also es ist nicht so, dass er bitter, wie gesagt, bitter wird er nicht. Er brennt und beißt auch nicht auf der Zunge. Er wird einfach nur intensiv. Ich kann es schwer beschreiben. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist halt wirklich noch so Pumpernickel. Irgendwie sowas in der Art, also was ja auch so einen dunklen, herben, kräftigen Geschmack hat. Und so in die Richtung würde ich das fast mit diesem Tabak assoziieren. Er brennt gut runter, er lässt sich sehr leicht rauchen, völlig unkompliziert, braucht nicht viel Aufmerksamkeit und ist eine Empfehlung für, ja, für Freaks, also definitiv nicht für den Durchschnitts-Gelegenheitspfeifenraucher, sondern wirklich schon was für Leute, die auch mal so ein bisschen jenseits des Mainstreams was ausprobieren wollen. Ich persönlich mag ihn sehr. Er ist einer meiner Lieblingstabake geworden mit einem anderen, den ich in einem nächsten Video vorstellen möchte. Und ich rauche ihn halt sehr gerne. Ja, es ist halt wirklich für Kenner und ja, da braucht man jetzt auch gar nicht mehr lange Worte, große Worte verlieren. Wer Interesse hat, sollte ihn einfach mal probieren. Aber seid gewarnt, gut gegessen haben sollte man vorher, gerade wenn man jetzt nicht stärkere Tabake wie den Peterson's Irish Flake zum Beispiel oder den Sterling Flake von Red Race gewöhnt ist, sollte man mit einer kleinen Pfeife anfangen und ganz gemächlich dran rauchen. Das war es eigentlich auch schon von mir. Ich will es auch nicht allzu in die Länge ziehen. Und weil viel mehr gibt es zu dem Tabak eigentlich auch gar nicht zu sagen. Also das ist die Basis ist übrigens der Brown Number 4, der wesentlich kräftig, also um einiges kräftiger ist als der Black XX. Durch das Backen wird halt doch einiges an Nikotin noch abgebaut, was dem Tabak aber sehr zugute kommt, weil ansonsten wäre er, glaube ich, gepaart mit diesem, ich sag mal, herzhaft derben Aroma überbordern. Dann wäre es zu viel. Also dann würde. Keine Ahnung. Was ich mal gelesen habe, eine kleine Randinformation noch, was ich mal erfahren oder gelesen habe im Internet, ist, dass dieser Black XX als auch der Brown Number 4, diese Twists, ursprünglich war wohl mal als Kautabake produziert wurden, bis dann halt mal irgendwie, was geschichtlich daran begründet ist, dass Samuel Gavins halt viele Tabake für die Minenarbeiter dort produziert hat und in den Minen war das Rauchen eben halt verboten, logischerweise. Und irgendwann kam dann mal jemand auf die Idee, den Tabak klein zu schnippeln, in die Pfeife zu stopfen und zu rauchen und siehe da, das ging wohl dann auch. Und ja, und seitdem wird dieser Tabak eben halt auch als Rauchtabak angeboten. Das war's von mir an dieser Stelle. Alles klar, gehabt euch wohl und tschüssi.